Willkommen zur Folge 9 in Rising World Mittelalter. So, wir wollen jetzt beginnen mit den Innenausbau so ein bisschen. Als allererstes, denke ich, werden wir hier oben noch einen kleinen Dachboden einziehen. Wir haben zwar nicht allzu viel Platz durch das Spitzdach, aber zwei, drei Ablagen für Kisten werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Ich werde erstmal hier noch Balken einziehen, dass wir eine Auflage haben für unsere Bretterlehnen. Nehmen wir ganz genau dieselbe Höhe, wie dieser Querbalken schon ist. Dann passt das alles ein bisschen. So, wird dann auch wieder arretiert, wenn er sitzt, und dann ziehen wir den bis zum zweiten Balken rüber. Ja, in der Hoffnung, dass wir den so genau wie möglich denn einsetzen können hier in die Schräge. Kleiner Versatz ist drin, aber wie gesagt, ich denke mal, im Mittelalter, die Tischler, die haben es auch nicht so genau genommen, hauptsächlich da gestanden. So, dann geht es weiter zum nächsten Balken. Und da wird dann wieder genauso passend eingesetzt. Und damit hätten wir denn zumindest die Auflagefläche für unsere Balken. Wir werden in der Mitte mal noch einen reinziehen, denke ich. Wäre günstiger. Hochsteigen mit der Leiter kann er eh nicht. Also oben auf dem Boden wird ein Bewegen kaum möglich sein. Also werden wir die Sache einfach teilen und nur von einer Seite daran gehen. So, setzen wir da schön an den Mittelbalken an. Ja, am besten, wir ziehen das weiter runter, denke ich mal. Ja. Dann sieht es aus, als ob die oberen Querbalken eingesetzt wurden dort. Genau. Arretieren. Bestätigen mit der rechten Maustaste, und damit wir einen sauberen Übergang haben, schieben wir dann mit der Pfeiltaste rechts diesen ganzen Balken bis zum Fenster hin. Tja, da kommen wir durch irgendwas ein bisschen tiefer. Aber ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. Gehen wir nur bis dahin. Und dann sollte das reichen. Jo. Günstigste ist dann, denke ich mal, wenn wir vorne und hinten nur Bretter hin machen. Und dann kann von jeder Seite kann er daran. Ja, wenn es uns nicht gefällt, kann man später dann immer noch hier in der Mitte auch noch setzen. Erstmal nur die beiden Außensachen. Ja. Gut, wenn wir unser Brett wieder ansetzen, erstmal gerade machen. Der hat sich die letzte Einstellung gemerkt. Dann die Größe wieder anpassen, so dass es schön rankommt an unseren Balken, und wir können ihn dann mit der linken Maustaste wieder rüberziehen und bestätigen. Zack, und der sitzt. Jawohl. So, dasselbe werden wir hier auch nochmal machen. Mal schön ansetzen wieder. Und
Und dann festhalten mit der linken Maustaste, ziehen, bestätigen und hat auch geklappt. So, damit hätten wir zwei Ablageflächen. Ich denke mal, eine Kiste werden wir da auf jeden Fall drunter kriegen. Machen wir die Mitte auch noch? Ich weiß nicht. Ne, lassen wir das erstmal. So, Fenster fehlen uns auch noch. Dann werden wir erstmal die Fenster holen und gleich mal zwei Kisten, dann können wir das ausprobieren. So, bei dem Glas nehme ich das Dunkle am besten und dafür jedes Fenster werde ich dort drei Gläser einsetzen. Wenn wir die so ein bisschen übereinander machen, dann wird das umso dunkler. Bei einem Glas finde ich es ein bisschen noch zu helle. Da sieht man kaum, dass da überhaupt Glas drin ist. Die Kisten, nehmen wir mal ruhig hier die roten, zwei Stück davon. Und dann packen wir uns die mal gleich zurecht. Erstmal das Glas und unsere Kisten noch. So, mal sehen. So, das Glas lässt sich ziemlich einfach einsetzen. Einfach in der Mitte auf die Kreuz klicken, passt sich von alleine, von der Größe her an. Drei Stück. Und hier genauso drei Stück. Ja, so ist es dusta noch. Man kann trotzdem durchschauen. Gefällt mir. Gut. Flugmodus, damit wir sehen können, was wir machen. Ja, die Kiste müssen wir umdrehen, sonst kommen wir nachher ja nicht mehr ran. Wenn, dann wollen wir es auch nutzen, dass wir da unsere großen Schätze und Wertsachen drin machen können. Ja. Und andere Seite dann auch noch. Oh, passen wir gut von der Höhe her. Klappt wunderbar. Prima. Jo. Können wir langsam dann hier uns um Licht kümmern. Aber erstmal denke ich, müssen wir hier was machen. Leider haben wir hier so einen kleinen Absatz drin. Ein kleines Gefälle. Und darum werden wir uns eine Art Terrasse bauen. Wir dann nachher mit ein paar Stufen noch belegen, müssen wir uns vorne noch was einfallen lassen, denn bei unserem kleinen Garten. So, nicht zu breit machen, mal gucken, wie es hinkommt, nur ein bisschen kleiner. Das machen wir aus Balken, das soll ja richtig stabil dann noch aussehen soweit. Von hier aus oder na, denke ich, wird besser sein, vielleicht von vorne, gleich von der Ecke. Und dann werden wir da so ein paar Eckstufen vielleicht nachher hinbauen. Genau, dann passt das. Dann kann er in seinen Garten drin, hier von der Terrasse aus gleich. Gut. So, hier werden wir genauso machen. Balkenlänge haben wir. Richtig ansetzen. Dann mit der linken Maustaste wieder festhalten und wir laufen einfach rüber. Na ja, klappt. Und Enter. Wunderbar. Gut, damit haben wir auch schon die Terrasse vorne fertig. Machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann langsam beimachen. Unsere Fahne bestücken. Geländer. Treppen. Also Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Sagt euch Wolle 158. Bye bye.